Wiedersehen mit einem German Bull Gegner. Emmanuel Moody hatte letztes Jahr für die Monarchs in German Bull einen Touchdown gegen Braunschweig erzielt und wechselte in der Offseason nach Wien. Nun kam es zum Duell der Meister 2013 im Rahmen der Big Six, der New Yorker Lions gegen die Raiffeisen Vikings. Beide Teams zuletzt weit von der Form von 2013 entfernt. Braunschweig mit glanzlosen Sieg in der Liga gegen Düsseldorf, Wien sogar mit 2 Niederlagen in Folge in der AFL. Aber die Wiener, sie erwischten den besseren Start, bewegten den Ball gut übers Feld. Hier bedient Christoph Gross Laurinho Weich für 41 Yards und einen neuen ersten Versuch. Und in einer so guten Ausgangsposition zögerten die Vikings nicht lange. Christoph Gross mit dem Superpass in die Ecke der Endzone, Dominik Bubik mit dem einfachen Touchdown, 7:0 für die Vikings. Bei den Braunschweigern lief es am Anfang nicht so rund in der Offense wie bei den Wienern. Das ist der erste Drive. 2 Läufe von Michael Andrew brachten 5 Yards. Dann probierten es die Braunschweiger mit Pass. Aber James Peterson überwirft David McCanns Punt und die Wiener danach wieder gefährlich nah an der Braunschweiger Endzone. Sie probieren den Sprickspielzug, fummeln aber den Reverse. Kein Raumgewinn und auch keine Punkte. 7:0 der Spielstand am Anfang des zweiten Quarters. 2 Punts später stehen die Lions an ihrer 4, machen das, was in diesem Jahr am besten funktioniert, nämlich laufen mit einem ihrer Running Backs, in dem Fall Michael Andrew. Und die Lions, sie arbeiteten sich übers Feld, zum Beispiel mit diesem Pass auf Tony Pinter für 31 Yards, arbeiteten sich von der 4-Yard-Linie in die Red Zone. Das ist der 15. Spielzug des Drives. Pass auf David McCanns auf die linke Seite, der nutzt seine Geschwindigkeit aus, kommt in die Endzone. 7:7. 7:7, das war dann auch der Halbzeitstand. Spannendes Spiel in der Hamburger Straße. Unentschieden übrigens keine Option, bei Gleichstand wird es eine Overtime geben. Zweite Halbzeit, die Lions mit 3 and out. Wir sehen wieder die Vikings-Offense. 3. und 5, kurzer Pass von Christoph Gross zum neuen First Down. 5 Spielzüge später entscheiden sich die Vikings, einen 4. Versuch auszuspielen, aber die Pocket bricht zusammen. Paco Varol macht den Sack, Turnover und Downs. Braunschweig wieder in Ballbesitz. Sie arbeiten sich schnell an die Vikings 40-Yard-Linie und da probiert es Peterson einfach mal mit einem Ball Richtung Endzone in Richtung Niklas Römer, der aber 1-2 Meter zu kurz. Benjamin Bubing bekommt noch die Finger dazwischen. Pass incomplete. Wir wechseln ins 4. Quarter, nachdem das 3. Quarter punktlos war. Hier Christoph Groß schickt Laurinho Weich über die Mitte, aber Darrell Givens perfekt positioniert, fängt den Ball ab, trägt den Ball auch zurück, die Seitenlinie entlang. Und er trägt den Ball zurück bis an die 28-Yard-Linie. Die Lions in der Folge mit einer Strafe kommen nur bis an die 36, stellen sich zum Field Goal auf. Schritte tut so, als wäre er zu viel auf dem Platz. Wird ein Fake, nur die Vikings beißen nicht an und haben auch noch Greg Sedunov tief stehen, der auf einen Return spekuliert hatte. Er geht dazwischen, macht die Interception. Keine Punkte für die Lions, zu aufwendig und nicht gut genug ausgeführt für die Big Six. Die Vikings also wieder in der Offense. Und immer noch der Spielstand von 7:7. Zeit wurde immer weniger. Vikings arbeiten sich nach vorne bis an die 45 der Lions. Und da Christoph Gross sieht, dass es ein Abseits ist und versucht einfach mal das Free Play. Der Ball abgefangen von Tissy Robinson. Aber wie gesagt, Offside. Wenn es kein Freeplay gewesen wäre, hätte Groß den Pass wahrscheinlich so nicht geworfen. Aber wenn man eben schon tief gegangen ist, dann kann man es ja nochmal probieren. Und dieses Mal bekommt Bubik etwas Raum zwischen sich und den Verteidiger. 40 Yards in die Endzone zum 14:7 für die Vikings. Der Extrapunkt, der wurde dann in der Folge auch sicher verwandelt. Zu dem Zeitpunkt unter 5 Minuten zu spielen. Die Lions also unter Zugzwang, um mindestens die Overtime zu erreichen. Und sie arbeiteten sich wieder das Feld runter. Hier macht Anthony Dablé ein paar Yards, der französische Nationalspieler. Doch dann 4. Versuch und 10 unter 2 Minuten zu spielen. Die Lions müssen alles riskieren. James Peterson wirft in die Endzone. Da steht Christian Bollmann. Der bekommt den Ball in die Hände und kann ihn nicht sichern. Turnover und Downs. 1:37 noch zu spielen. Aber die Lions mit allen Auszeiten und mit einer letzten Chance, die Vikings zu stoppen. Das ist der 3. Versuch. Die Vikings nur darauf bedacht, mit Läufen die Uhr runter zu spielen. 4 Yards braucht Moody, aber das ist keine Lücke. Die Lions setzen alles auf die Karte Lauf, zwingen Wien zum Punt. Stefan Postel, der Panther, der entscheidet sich in die Mitte zu punten, zu David McCanns. Der hat aber Platz, geht an die Seitenlinie und dann hat er Vorblocker. Die Vikings komplett in die Mitte hochgerückt. McCanns hat genügend Vorblocker, um in die Endzone zu kommen. 13:14, die Frage, geht man für den PAT zu Overtime oder für die Two-Point-Conversion zum Sieg? Troy Tomlin wählt die sichere Variante. Tobias Göbel, der Kicker, aber der PAT ist berührt und nicht gut. 13:14, Chance zum Ausgleich vertan.
Am Ende gewinnen die Raiffeisen Vikings also ganz knapp in Braunschweig. Ein Meisterduell auf Augenhöhe. Nun haben es die Vikings gegen Dresden am 15. Juli selber in der Hand, ins Finale einzuziehen. Aber selbst Braunschweig hätte noch Restchancen.